Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines 2. Ja, jetzt sind schon wieder die Bugs da, dass die Wolken am Boden sind. Dieses Spiel ist verbuggt, das ist der Wahnsinn. Aber ja, ich weiß nicht, was man sich sonst noch über dieses Spiel mittlerweile beschweren soll. Es ist ja leider immer noch nicht wirklich das grüne von Ei, was wir uns alle gewünscht haben nach City Skylines 1. Bei City Skylines 1 waren viele tolle Sachen und man hat sich gehofft, dass das mit den 2 besser wird, aber tote Hose. So, wir werden aber diese Achterstraße jetzt hier bis nach da vorne ziehen. Oha. Kannst du rein theoretisch nicht hier dran anschließen. Dann graden wir die Straße jetzt auf wenigstens schon mal eine Standardstraße ab. Aber spannend. Dann können sie hier rein theoretisch... Ist das eine... Aha. Kein Fußgängerzugang. Warum ist denn hier kein Zug? Ein bisschen umpositioniert und dann wird das schon klappen. Die Stadt ist ja mittlerweile relativ groß geworden, schon, muss man sagen. Also echt ein Wahnsinn, wie groß diese Stadt geworden ist. Jetzt schauen wir uns mal kurz den Wind an. Der Wind geht nach da, bedeutet, egal was ich platziere, der Wind geht... Oh, hier ist er zum Beispiel sehr, sehr stark. Hier oben auch. Und hier ist er sehr windarm. Ich habe ihn gerade so platziert, dass er relativ an der windstarken Stelle ist. Aber ich will es auch nicht an die Uni, ans Uni-Gelände setzen. Ha, I don't know. Eigentlich müsste ich dich jetzt versetzen anfangen. Ich würde mal sagen, wir starten vielleicht auch mal mit dem Flughafen jetzt am Bau. Beziehungsweise vielleicht wenigstens an der Planung. Weil das ist ja so eher das The Last Big Thing. Wenn, dann muss es Richtung Autobahn gehen. Eigentlich müsste ich es hier drüben hinsetzen, ne? Eigentlich hätte es hier drüben hingehört. Gottdammit, ja, da muss ich halt den Berg jetzt anfangen zu beschneiden. Das ist auch scheiße. Ich hätte einfach nur hier drüben nehmen können. Warum wollte ich das Ding unbedingt hier drüben platzieren? Ich hätte es hier platzieren können. Hier wäre es flach. Da ist jemand auf der Brücke. Hat einen Unfall gebaut, auch nicht schlecht. Oh, er fließt. Wie viel Watt produziert er? 66 Megawatt. Jetzt fließt er wieder. Jetzt wird er sich langsam wieder seinen Weg nach unten schlängeln. Er wird ein bisschen länger brauchen, bis er voll ist. Aber... wir haben wieder ein bisschen mehr Strom produziert für die Stadt. Ich bin nur beim Überlegen, wie ich das am schnellsten... Ich würde das hier irgendwie ganz ans Netz anschließen. Schlossen wahrscheinlich, wenn wir einfach hier so hochgehen. Hier so anschließen. Genau. Dann wird nicht der Strom hier schon runtergeleitet. Dann haben wir jetzt eine Überproduktion. Super. Die bringen uns natürlich wieder ein bisschen mehr Kohle ein. Wir
können wir die Stadt ein bisschen lebenswerter machen. Alter, schaut euch dieses Büroviertel an. Ich weiß ganz genau, was dieses Büroviertel benötigt. Braucht dafür nur einen Platz. Wo haben wir es denn, das Ding? Den habe ich nicht freigeschaltet. Wir interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation. Ja, alles gut. Passiert schon nichts. So, sie kriegen jetzt hier noch Garagen rein. So ein paar Tiefgaragen tun hier auch nicht schlecht. Lustigerweise scheint der Verkehrsflow gerade ganz gut zu sein. Ich bin erstaunt. Keine Straßenanbindung. Wo siehst du keine Straßenanbindung? Ich sehe Straßenanbindung an jeder Ecke. Alter Verwalter! Welche Linie ist das? Die rote. Ich kann nur 4 Fahrzeuge dem zuweisen und die ist komplett überlastet. Aber wo wollen denn die alle hin? Wir verfolgen mal diesen Bus. Der hat jetzt 80 Passagiere. Der hat sogar 2 mehr wie erlaubt. Heieieiei. So. Der fährt jetzt hier hoch. Hier steigen 2 nur aus. Irgendwo müssen die alle aussteigen, oder? Hier steigen sie auch nicht aus. Die stehen hier überall in Masse an. What the hell? Ich glaube, wir müssen echt auf eine U-Bahn setzen in der Stadt. Okay, hier steigen viele aus. Okay, das ist auch so ein bisschen das City Center, ne? Mich würde es interessieren, oder ob sie auf die andere Linie umsteigen, hier auf die gelbe. Weil ich vermute, ja, okay, aber nicht viele. Bedeutet vom Verkehr her. Was ist denn die blaue Linie wieder? Die hellblaue Linie ist auch die, die rausführt. Haben wir da noch keinen Zug angebunden? Doch. Nee, wir haben noch gar keine Zuglinie hingemacht. Ha. Von der ersten Station. Jetzt sind die Stationen aber auch schon wieder voll. Super. Das heißt, wir nutzen dieselbe Route wie hier. Schicken den dann hier zurück rein. Und dann zurück. Mit der Linie müssten ja gleich auch ein paar Züge zugewiesen werden. 2 Züge. Da bin ich jetzt gespannt, wie viel der dann zugewiesen werden am Ende. Beziehungsweise wie viele Passagiere die nutzen, weil es scheint ja aktuell echt so, dass die hier rumfahren. Bedeutet, wir werden aber auch hier oben dann eine Buslinie einführen, die hier rumführt. Buslinie.
Ganz simpel außenrum. Und dann bauen wir jetzt hier noch eine Linie. Die Bushaltestelle nach da oben. Zack. So richtig schöne Attraktion draus machen. Wie schaut es mit unseren Zuglinien aus? Sind schon 112 dabei. Das ist richtig gut. Ah, jetzt sehen wir auch, der Verkehr wird weniger. Wenn man es mal so beobachtet, der grundsätzliche Verkehr der Stadt ist schon reduziert. Und man sieht auch, wie viele Leute einfach hier unterwegs sind. Das ist ja unnormal. Alter, wie übel ist das denn? Wie übel ist das denn? Haben wir noch irgendein Gebäude, was wir haben können? Wann kriegt man denn die? Wohnhäuser mit... Wohnungen mit geringer Dichte in A-Gebäude. Ja, da habe ich nicht mehr wirklich welche. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive. And try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're tuned in to Second Moon, the channel where the classics never grow old. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. Schau mal, dass das hier schick ist. Mittelalterliche Burg. Der wird wahrscheinlich auch gleich mal relativ gut besucht. Kim is unseen outside an abandoned building. That's right, Jim. This decaying shell is a symbol of the industrial decline sweeping the city. People are being laid off. The industrial sector is on the verge of collapse. And worryingly, crime is on the rise. Thanks, Kim. Always gotta watch out for crime. Not to mention collapsing buildings. We'll have more after this. So, die brauchen auch Straßenanbindungen. Da wollen wir jetzt aber kleine Straßen hin, weil aktuell brauchen wir nichts anderes. So. Simpel. Dich kann ich von hier unten wahrscheinlich versorgen, ne? Habe ich dich nie erwischt? Jetzt habe ich es erwischt. So. Jetzt sollten wir nicht nochmal die Telekommunikation erhöht haben in dem Gebiet. Jetzt haben wir wieder Stau. Schauen. Der Stau kommt her, weil sie hier abbiegen wollen alle. Das würde uns rein theoretisch wieder sagen, dass wir hier einen Kreisel hinsetzen müssten. Das bedeutet aber auch, dass ich die ganzen Sachen ein bisschen verschieben muss, damit dieser Kreisel überhaupt hier hinpasst. Der Hauptstraße entlang bauen wir jetzt hier mal wieder ein paar Gewerbegebäude. Die freuen sich immer über so ein Gebiet. Dann werden wir hier gleich
Das ist noch so ein Gebiet aufsetzen. Zweitens eine dreispurige Straße hier schließen. Damit die sich hier auch gleich entscheiden können, wohin sie wollen. Wahnsinn, wie groß diese Stadt mittlerweile ist. Ist doch nicht normal. Wollen wir die Kreise noch ein bisschen erhöhen von der Dichtigkeit her. Noch ein paar Gewerbegebäude hin. Das tut dem auch nicht weh. Hier auch volle Besucherzahl schon wahrscheinlich, oder? Aktivität 53. Wie viel Besucher kriegst du? Das wäre noch so eine spannende Info. Wie viele Besucher sind da? Geparkte Fahrzeuge 181. Ja, das ist... Aber schau mal, was für eine Bewohneranfrage da reinkommt. Ist doch nicht normal, dass die so wachsen, oder? Es ist doch nicht normal. Jetzt sind ein Kind im Krankenhaus noch eine Straße rein. Jetzt sagt er wieder, dass er nicht angeschlossen ist. Baut euch mal hier neu, vielleicht kriegt das besser hin. Okay, und dann setzen wir hier noch. Das wird leider nichts mit Lakeside View. Das wird Hochhaus View. In dem Fall. Die ganzen Gebäude hier werden auch mal abgerissen. Stück für Stück die alte Geschichte dieser Stadt ausrotten. Und die Hochhäuser werden erklimmen. Du wirst nachher nicht mehr das Krankenhaus sehen, weil das so versteckt ist. Wie viele Einwohner haben wir aktuell? Fast 70.000. Wir bauen jetzt hier nochmal Gewerbegebäude rein. Das wird sich freuen. Als einziges, das dann drin sein muss. Schauen wir, was wir da hinsetzen wollen jetzt. Ah, die Stadt ist ja schon so gewachsen. Das ist unnormal. Das Geld strömt auch nur so rein. Wie schaut es mit den Buslinien und allem hier vorne aus? 61 Passagiere und wie schaut es mit dem Bus aus? Die hat 38 Besucher aktuell. Ja, okay, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die unbedingt beliebteste. Aber Leute, ich würde sagen, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben jetzt zwar nicht so viel gemacht, aber... Ja, es wird langsam irgendwie auch ziehen da. Ich hätte gerne halt einen Flughafen heute mit euch gebaut, aber er passt halt am besten einfach hier hin. Das ist schon wieder so, meh. Wir können weiter die Wohnungen erweitern. Das geht aktuell ganz gut. Aber, ja. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.
Ciao.